Oh, nice. Machen wir zuerst den da. Und dann gehen wir da runter. Ist das klein? Ist das klein? Klein. Zeig mal, was du hast. Licht und... Oh, Lenkelement. Oh, und Laser. Nice, Blitzwerfer. Das ist alles, was ich bei dem bekomme. Im Besitz, im Besitz. Verfügbare Sonarbauteile. Sehr cool. Nehmen wir den so hin. Also nur da vorne runter, das ist ja gar nicht so weit. Aber das da hinten ist auch interessant. Diese Spiraltürme, da ist sicher wieder irgendwas zum Tauchen. Oh, es ist auf seinen Arm. Wir machen das gleich mit einem großen Bogen 47. Ja, come on, mit dem machen wir's. Konstrukt, weg damit. Stärkung durch Sonanium. Ich meine. So. Jetzt müssen wir irgendwie wieder retour kommen. Ah, da sind schon ein paar Raketen gebaut. Das ist gut. Oha. Ich würde das einfach mal so machen, würde da viele rauflegen. Ich hoffe, dass wir einfach nicht alle gleichzeitig aktivieren und ein paar liegen bleiben. Auch. Und auch noch ein Schwert. Wie viele Bäume haben wir denn hier? Ich würde auch noch ein paar Bäumstämme raufgeben. So quasi einen Zaun für die Raketen zu bauen. So, das heißt... Hier. Und hier will ich den so hinbauen. Und da kann ich dann so alle Raketen reinschieben, die nicht aktiv eingeschaltet werden. Hm.
Ja? Okay. Wir stehen. Das hat nicht gematcht. Oh Gott. Wie bringen wir dich jetzt da hoch? Ach! Ich hab doch Fixraketen. Und ich bin nicht zu weit drunter. Wir haben doch Raketen. Ich weiß nicht, ob wir vorher Raketen bekommen. Hören wir doch auf. Wo sind sie denn? Da. Ja. Deswegen war es risky, aber wir haben es geschafft. Ah. Dann fliegen wir da hinten zu den Inseln hin. Ja, da zu der aber auch noch. Drin was drauf ist. Sieht zumindest aus, als wäre da was drauf. Ich sehe da drüben schon was vom Grog. Dir, dem Dahlbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. Nice. Dann holen wir uns jetzt unser 11. Unser 11. Kügelchen ab. Ach, das wird schon wieder mehr. Miami-Schrein. Ist okay, den brauchen wir nicht. Also mit den Zauberstäben habe ich bisher noch nicht arg gearbeitet. Ich glaube, es bringt sich schon was, wenn man es richtig weiß, wenn man weiß, wie man es angeht, aber... Nun soll das reinigende Licht. Ey, wir bekommen voll viel Schreine gerade. Und ich frage mich, wir haben zwei große Herzcontainer, die wir noch vom Bossen bekommen wahrscheinlich. Dann ist die Frage, wie viel von diesen Schreinen gibt es noch? Das kann jetzt glaube ich echt nicht mehr so viel sein. Den Ladescreen sollte man sehen, ich glaube 120 hat es im letzten gegeben. Da sollte man doch schon
einiges an denen haben. So, darüber wollen wir? Erschreck mich nicht so. Halt doch ein bisschen so. Aber mal hin. Genau. Da ist genau das Ding. Muss ich da nicht drauf schießen? Jetzt. Ich muss draufklettern? Draufklettern muss ich auf die Dinger. Okay, wow. Äpfel holen wir uns noch. Dann schießen wir uns zu den Spiraldingern darüber. Sollten wir vielleicht noch irgendwas einpacken? Also vielleicht ein Fluggerät oder so. Ich glaube, dass wir nur so Probleme haben könnten. Aber wir haben doch sicher genügend. Bitte. 21. Okay. Vielleicht sollten wir ohne den fliegen. Bewegen sich auch. Weil ich weiß, dass wir in den Dingern da unten recht für Raketen sind. Das wäre noch leichter. Ja, das machen wir so. Viel besser. Neben Eck. Eine Rakete. Da noch eine Rakete. Müssen wir schön hochkommen. Da noch eine Rakete. Da noch eine Rakete. Und die nehmen wir einfach so mit. Äußeren Raketen, die aktiviert es gar nicht. Noch besser. Dann gehen wir da nochmal hoch. Dann
Netz drüber. Ah ja, wenn man da rüber geht, dann... Spawnswerk, was sind da hinten wieder für eine Insel? Ach, das ist die Main-Insel. Das Flug wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich einen coolen Sprung machen mit dem Schild und darüber gleiten. Das geht sich aus. Kein Problem, wir schaffen es dahin. Ich sehe schon, ich muss da wieder runtertauchen. Hi. Eine kleine Sono-Energiesphäre, ist okay. Feuerfrucht, Funkelfrucht, noch eine Funkelfrucht, auch eine Funkelfrucht, ah, da hinten noch eine Feuerfrucht. Ausdauerknolle, Ausdauerknolle, Feuerfrucht und noch eine Ausdauerknolle. Cool. Ah, bekommen wir hier jetzt vielleicht das letzte von diesen Tauchdingern, von diesen Flugdingern? Wieder Skydive-Action. Dann nehmen wir gleich mal die bessere Rüstung an. Haben wir es ja schon, zwei davon. Hier? Die hier. Insel der Tapferkeitsprobe. Easy. Also das ist ja leicht. Das war jetzt das leichteste von allen. Wahrscheinlich, weil es dort in dem Gebiet ist, wo man als erstes hin soll. Weil bei den anderen, wenn ich es überlege, bei diesem Turm, da hätte ich eigentlich später hin müssen. Wenn ich alle vier habe, muss ich dann nochmal zum Turm hin, um die Quest zu aktivieren. Wieder Feen. Mich davor bewahren zu sterben, wenn ich... Fee, okay. Oh, es gibt hier wieder Feen. Ist hier noch der eine Typ? Ja. Nice. Und die holen wir uns auch noch. Nice. Bravo, ich weiß das. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. 38 Sekunden, wie viel Zeit? 35. Wie schnell schaffen wir's? Da bin ich mir definitiv sicher, wir schaffen das unter 35 Sekunden. Oh. Und unter 15 Sekunden. Also 20, haben wir 20 Sekunden braucht, das ist von oben nach unten. 20 Sekunden. Ah, das hat bestimmt so viel Auftrieb, was das Gleiten nur für einen leichter macht.
Sag mal ein. Ich würde das jetzt gerne nochmal machen, möchte aber wissen, was passiert. Die Zeit unterbieten. Ist like. Ja, ich habe jetzt oben diesen einen Moment gebraucht, der hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Komm, ich probier's nochmal. Fünfmal Rakete. Aber es war nicht schneller. Ich möchte halt wissen, was passiert, wenn ich schneller bin. Also fünfmal Rakete ist auch okay dafür. Da ist aber schneller. Auf den Arm verdrückt habe. Hä? Warum bin ich jetzt so gesprungen? Okay, die große gesunde Energiesphäre. Wow. Ja gut, das ist das jetzt halt. Das ist das so halt nicht wert. Jetzt da einwerfen. Zeig mal, was das so heißt. Ersatzbatterien. Ersatzbatterien habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Die Mosi-Wacker schreien. Let's go. Wieder einer, der im Dunkeln ist. Okay. Muss ich jetzt mit dem Licht nacktes Überleben verdunkelt? Das ist tatsächlich ein Scheinwerferschild. Ja, come on. Jetzt aber. Weg mit dir. Ach ja, hier.
Das ist schon ein bisschen was anderes. Ah ja. Okay. Den überraschen wir einfach von hinten. Gib mir mein Werkzeug, jetzt kann ich die Rotoniten da einsammeln. Ist wenigstens jetzt hell? Nicht hell und hier liegen auch keine Rotoniten mehr rum. Und was gibt's für mich? Leuchtmedizin. Ja. Ist okay. Brauchen wir jetzt nicht die Leuchtmedizin, aber es ist okay. Vor allem maximal, wenn wir irgendwo im Untergrund unterwegs sind. Wenn so voll auf. Ich habe mir jetzt ja vor kurzem. Ich weiß nicht, ob ich es sicher schon erwähnt. Die One Piece Serie durchgebinged. Also in einem Tag durchgepinged, ja. Und. Ich muss echt sagen, ich glaube, ich sehe sie mir einfach nochmal an. Es würde sich einfach so blendend ergeben. Das ist einfach so cool ist. Ja gut, es sind mittlerweile ein paar Probleme aufgetaucht, ein paar kleine Szenenfehler. Zum Beispiel das mit Zoro sein Schwert, dass das knickt und so, aber ich sag mal, darüber kann man hinwegsehen, weil die Serie inhaltlich gut ist und gut umgesetzt ist. Also das ganze Anime in Live-Action hat halt echt gut funktioniert. Ich habe zwar Sorge, ich sag mal so, eine zweite Staffel wird kommen. Da wird Netflix nicht dran vorbeikommen. Aber jetzt kann man dann die Riesen hinzu. Jetzt kommen Figuren wie Chopper hinzu. Und ich glaube, dass das für die Serie ein richtig harter Knackpunkt werden kann. Oh. Ich bin jetzt quasi über den verlorenen Wäldern. Ja, optimalst. Direkt rein ins Zentrum. Ach, ich sehe da schon ein Schrein. Ich habe da ein Schrein gesehen. Okay. Hä? Er hat doch einen Schrein gesehen. Wir kommen da schon rein. Irgendwie.